Jetzt kommt ein Video, auf das ich mich schon jahrelang freue. Er ist wieder da. Nach 9 Jahren Pause fährt er wieder. Der Nachtzug von Berlin nach Paris. Wie ist die Reise? Was kann man im Schlafwagen erwarten? Wie baut man sein Abteil um? Und lohnt sich das überhaupt? All das und noch mehr Infos jetzt im Video. Es ist ein dunkler Freitagnachmittag, 15.12.2023. Wir machen uns mit dem ICE auf den Weg nach Berlin. Wir haben etwa eine Stunde geplanten Aufenthalt am Berliner Hauptbahnhof. Eigentlich genug Zeit, um sich mit Getränken und Snacks für die Nacht einzudecken und sich gemütlich am Bahnsteig zu positionieren, um ein paar schöne Aufnahmen vom neuen Nightjet zu machen. Aber es kommt natürlich wieder anders als erwartet. Unser ICE sammelt bis zur Ankunft satte 45 Minuten Verspätung. Grandios. Noch schnell Getränke geholt und dann ab zum Bahnsteig 1 ganz im Keller. Gerade so schaffen wir es noch zur Einfahrt des Nightjets 40424 nach Paris. Sleeping Car, ja, 424 brauchen wir. Welcher Wagen? 424. Also keine Zeit verlieren und ab in den Zug. Wir haben uns ein Double-Abteil im Schlafwagen gesichert. Gebucht habe ich 2 Monate Vorabreise für einen Erwachsenen und ein Kind direkt bei der ÖBB für 240 Euro. Leider ohne eigenes WC und Dusche, das war nicht mehr verfügbar. Steht 31 und 35. So, und wir wissen jetzt nur nicht, welcher Wagen das ist. Das ist 65. Wir gehen einfach mal zum Ende. Vielleicht steht da die Nummer. Aber wo steht das? Kurz. Achso. Hier, da, warte mal. Hier? Ja. 35, 33, 31. Unsere. Ah, ne, hier. Nee. Das. Nee, da. Hä? Zu unserer Verwunderung war unser Abteil allerdings abgeschlossen. Des Rätsels Lösung, die Zugbegleiter haben es genutzt, um ihr eigenes Gepäck zu verwahren. Ja, alles gut. Aber 14 Stunden Zeit. Ja, Gepäck steht hier. Ja, von den Zugbegleitern. Dann lasst uns mal losfahren. Mit rund 5 Minuten Verspätung setzt sich unser Nachtzug nach Paris in Bewegung. Wie ihr seht, kann man in diesem Abteil theoretisch zu dritt reisen. Jedoch ist es nicht sonderlich geräumig. Zu zweit vollkommen in Ordnung, zu dritt könnte es dann doch etwas eng werden. Unser Zugteam steht Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung und versorgt Sie im Liege- und Schlafwagen gerne auch mit Snacks und Getränken. Für eine entspannte und erholsame Fahrt bitten wir um Einhaltung der Nachtruhe zwischen 21 Uhr und 8 Uhr. In dieser Zeit folgen keine weiteren Durchsagen. Bitte verbleiben Sie während der gesamten Fahrt in jenen Wagen, welche mit Ihrer gebuchten Zugnummer an den Einstiegstüren gekennzeichnet sind. Wir wünschen eine angenehme Reise. Dear passengers, a very warm welcome to your Nightjet service to Paris and the Nightjet service to Brussels. Staff on the train will be on hand at all times to answer any questions you may have and to provide you with a range of snacks and drinks in the couchette and sleeper carriages. Please be sure to observe the train's silent hours between 9 p.m. and 8 a.m. to enable other passengers to enjoy a relaxing night's sleep. No further announcements will follow during this time. Please remain in the carriages whose entrance doors are marked with your booked train number throughout your journey. We hope you enjoy a safe and comfortable journey. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, in diesem Zug sind nur zuggebundene Fahrscheine gültig. Wir akzeptieren keine IC-Fahrscheine oder Sparschienen oder Sparpreise. Diejenigen, die keine zuggebundenen Fahrscheine haben, müssen mit einer Geldstrafe von 135 Euro rechnen. Danke. Alter. Die müssen uns mal leiser stellen. Meine Güte.
Kleine Enttäuschung für alle, die unterwegs WLAN erwarten, das gibt es nicht. Auch nach mehreren Jahren unter ÖBB-Flagge hat man in den Nightjets kein Wi-Fi oder etwa ein Entertainment-Angebot wie das ICE-Portal. Schade, aber absolut verschmerzbar. Zeit, um sich das Amenity-Kit anzusehen. Jeder Gast erhält hier so ein nettes Tütchen von der ÖBB mit allerhand nützlicher Utensilien für die Reise. Wahrscheinlich Schuhgröße 40. Dann eine Schlafmaske. Ein kleines Nightjet-Handtuch. Obwohl, nee, ist gar nicht gebrandet. Nee, schade. Oh, Ohrenstöpsel. Mana. Ein Nussmix. Und ein schöner ÖBB-Kugelschreiber. Um die Frühstückskarten auszufüllen. Einmal noch ein Wasser. Wir hatten übrigens hier auch schon drei Wasser im Teil. Und, oh, da ist noch was. Noch ein Mana. Das war's. Das erste, was man im Nightjet machen sollte, ist die Frühstückskarte auszufüllen. Jeder Gast darf bis zu 6 Positionen auswählen plus Getränk. Die Karten werden dann kurzfristig nach dem Start bei der Fahrkartenkontrolle eingesammelt. Die Zugbegleiter kündigen dann auch an, dass sie demnächst die Abteile in die Nachtkonfiguration umbauen werden. Wir verneinen das, denn das können wir als erprobte Nachtzugfahrer durchaus selbst machen. Es macht mir Spaß und die beiden sehen eh schon etwas gestresst aus. Also lasst mich euch zeigen, wie ihr mit nur wenigen Handgriffen euer Nightjet-Abteil in die Nachtkonfiguration umbaut. Dann fangen wir mal an, dieses Bett hier aufzubauen. Das Abteil von der Tagkonfiguration in die Nachtkonfiguration umzuwandeln. Erstmal müssen die Sitze weg. Das heißt, wir ziehen die... Warte mal, wie war das? Nee, wir... Genau, einmal nach oben, die Lehnen einmal nach oben. Alle drei. Können wir die Leiter rausnehmen, zuerst mal zur Seite stellen. So, und jetzt kann man das einfach nach unten fallen lassen. Jetzt ist es so ein bisschen runtergerutscht und jetzt kannst du das erste Bett rausziehen. Nein, kannst du nicht, dann muss natürlich die Sicherung. So. Bett Nummer 1 ist da. Jetzt hängen wir noch das große Bett oben ein. Jetzt hängen wir uns die Leiter rein. So, steht sicher, ist sicher eingehakt. Dann geht's nach oben. Hallo? Hallo? So, wir sind aber noch nicht fertig. Das Bett muss jetzt natürlich auch gesichert werden, weil hier kann man ja gut rausfallen, wenn es mal nachts wackelt. So, Fallschutz einmal gesichert. Oh, jetzt sind wir in Halle. So, und das war's. Und dann sind wir auch schon in Halle. Der Zug ist gut in der Zeit und hat jetzt etwa eine halbe Stunde Aufenthalt am Bahnsteig. Wer sich also mal kurz die Beine vertreten möchte, hier ist die Gelegenheit. Weiter geht es nun auf unserer Reise nach Paris. Doch wo und wie fährt dieser Zug denn jetzt eigentlich lang? Los geht es in Berlin mit Halt in Halle, Erfurt, Frankfurt Süd, Straßburg und schließlich dann Paris um 10.24 Uhr.
gefahren wird montags, mittwochs und freitags. Zurück geht es dann dienstags, mittwochs und samstags mit der Zugnummer 40469. Für die Hygiene, die einfachen Schlafwagenabteile haben ein Waschbecken mit Spiegel und einen kleinen Schrank. Zusätzlich gibt es im Wagen noch ein sehr, sehr kleines WC und ein etwas geräumigeres WC inklusive Dusche. Also falls ihr noch nie in einem rollenden Zug geduscht habt, nehmt euch ein Handtuch mit und probiert es aus. Es ist wirklich eine Erfahrung für sich. Bei unserer Reise ist es jetzt fast 23 Uhr. Da wollen wir doch nun mal so langsam in die Horizontale übergehen. Get ready with me. Die Zähne putzen und ein erstes Fazit ziehen. So, schöne Grüße aus dem Nightjet. Wir haben es jetzt schon 23 Uhr. Das heißt, die Nachtruhe ist schon angetreten. Ich muss also ein bisschen leise sein. Nach wie vor ist der Nightjet, finde ich, das Beste, was es gibt, wenn man umzureisen. Er ist bequem, er ist leise. Also hör mal. Da kann man doch eigentlich ziemlich gut schlafen. Hier auf der Strecke, wir sind jetzt gerade zwischen Halle und Erfurt, ist er gerade sehr laufruhig. Ich weiß, auf der französischen Seite, weil wir schon mit dem Nightjet von Paris nach Wien gefahren sind, wird es auch sehr ruhig sein. Also uns steht eigentlich eine gute Nacht bevor. Noch zwei Tipps, wenn ihr auch mal mit dem Nachtzug reisen wollt, vor allem zu zweit oder zu dritt, dann müsst ihr eine Mehrfachsteckdose mitnehmen bzw. einen Ladeadapter mit mehreren Anschlüssen, weil in diesem Double Apartment bzw. Triple Apartment gibt es nur eine einzige Steckdose. Zweitens, die Kissen, die sind dann doch schon ziemlich dünn. Wir haben jetzt hier jeweils zwei Kissen bekommen, aber auch die sind wirklich hauchdünn. Also wenn ihr habt, nehmt ein kleines Kissen von zu Hause mit. Wie gesagt, der Nightjet, ich finde der Nightjet ist super, aber der Preis. Nightjet hat jetzt mit dem Fahrplanwechsel ein neues Dynamic Pricing eingeführt und es gab wohl erst einen Systemfehler, sagt man, und da sind ziemliche Wucherpreise entstanden. Das heißt, zum Beispiel gab es den Zug von Wien nach Hamburg für 600 Euro und Wien-Venedig 700 Euro für eine Person in dem Apartment bzw. in dem Abteil, in dem ich mich gerade befinde. Also dem Schlafwagen, dem ganz normalen Schlafwagen. Und das finde ich ist schon ziemlich happig, oder? Man muss jetzt aber auch der Vollständigkeit halber erwähnen, dass die ÖBB sich schon zu den etwas höheren Preisen gemeldet hat und sagt, dass alles ein Systemfehler gewesen sei. Bleibt zu hoffen, dass dem wirklich so ist, denn mit den neuen Tarifen macht Nachtzugfahren absolut keinen Sinn mehr. Auch da siegt der Kaufmann in meinem Gehirn irgendwann über den Bahnenthusiasten. Interessant wird auch, wie sich die neue Nightjet-Verbindung zwischen Berlin und Brüssel auf den Mitbewerber European Sleeper auswirken wird. Der hatte mich persönlich auch schon etwas enttäuscht, da Werbeversprechen bezüglich des Preises und die Realität total auseinanderklaffen. Wisst ihr, was ich am liebsten mache im Nachtzug? Mich mit dem Kissen ans Fenster legen und entspannt den schnell vorbeiblitzenden Lichtern zusehen. Das macht für mich die Besonderheit des Nachtzugsreisens aus. Auf eine erholsame Nacht. Guten Morgen, es ist jetzt 8 Uhr, kurz nach 8 Uhr und wir sind jetzt irgendwo in Frankreich. Ja, die Nacht war erwartungsgemäß gut, es war sehr ruhig. Wir haben inzwischen die Fahrtrichtung gewechselt, also wir wurden ja in Mannheim, wurde ja neu sortiert. Das heißt, der Zugteil, der nach Brüssel fährt, wurde abgekoppelt und dafür haben wir dann den Zugteil von Wien nach Paris mitbekommen. Ja, jetzt soll es gleich Frühstück geben. Das einzige Problem ist... was hier gerade jemand im Abteil hat. Es gibt natürlich nur zwei Toiletten hier. Ne? Tja. Also machen wir uns fertig für den Tag, bauen unser Abteil wieder um und schnappen uns den Klapptisch. Doch unser Frühstück lässt weiter auf sich warten. Auch nach einer Stunde ist nichts in Sicht. Schließlich um 9.30 Uhr ist es dann endlich da. Frische Brötchen, Frischkäse, super leckere Salami, Nutella und heiße Getränke. Es schmeckt doch einfach gut
Und die Sonne kommt auch immer mehr zum Vorschein, je näher wir Paris kommen. So könnte ich jeden Tag in den Tag starten. Und dann ist die Reise auch schon fast vorbei. Gegen 10 Uhr wird das Frühstück abgeräumt und wir erreichen den äußeren Speckgürtel von Paris. Habt ihr noch Fragen? Habe ich irgendetwas ausgelassen, was euch interessiert? Werdet ihr den Nightjet von Berlin nach Paris auch selbst mal ausprobieren? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und falls euch mein kleines Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Überpünktlich gegen 10.23 Uhr erreichen wir den Pariser Ostbahnhof bei strahlendem Sonnenschein. Lieber Nightjet, liebe ÖBB, es war mir ein Fest. Vielen Dank, dass ihr euch das Video bis zu diesem Zeitpunkt angeschaut habt. Im nächsten Video geht es dann wieder zurück im roten Eurostar nach NRW in der ersten Klasse. Also am besten gleich den Kanal abonnieren. Bis bald!